Hey Leute, Techniker hier. Heute geht es um wahnsinnig kranken Jungen. Es geht um den lieben RGB-Plates, der super kranke GPU-Backplates macht. Nicht nur das, es geht allgemein um RGB-Plates, die er stellt. Was der Junge alles Krankes macht, bietet und wie sowas aussehen kann und welchen Vorteil ihr habt, dass ihr in dieser Community seid und welche Sonderpreise ihr bei ihm bekommt. Das Ganze schauen wir uns heute gemeinsam an. Bleibt dran! Airflow hier, Airflow da, RGB drüben, RGB Hub drüben. Wie schließe ich alles an? Wie funktioniert das Ganze? Welche Komponenten soll ich kaufen für mein System? Will ich meinen PC overclocken? Will ich einen Custom Waterloop machen? Wie geht das Ganze? Wie sollte ich das Ganze dimensionieren? Wie sollte ich die Lüfter platzieren? Das sind alles Fragen, die in unseren Discord reingehören. Wir haben hier nämlich einen Community Discord und da möchte ich euch alle herzlich einladen, diesen zu joinen. Wir haben dort Hardware-Experten, Overclocking-Experten, Konfigurationsexperten, RGB-Experten. Ich bin auch dort. Ihr könnt mir und unseren Community-Mitgliedern hier wirklich Fragen stellen, eure Systeme dort teilen, eure Bedenken bezüglich bestimmten Konfigurationen dort teilen und wir werden euch definitiv auf dem Community-Discord helfen. Ich freue mich wahnsinnig über jeden von euch, der joint. Hier unten ist der Link. Wir sehen uns dort. Der liebe RGB-Plates, ein super, super, super netter Junge, ein super schnell arbeitender Junge, ein super hilfreiches Community-Mitglied und gleichzeitig eben ein Mensch, der sich mit dieser Sache groß machen möchte und das hat er definitiv verdient, denn seine Arbeit ist super fantastisch. Nicht nur Reposts von Asus persönlich, von MSI, von anderen Herstellern, von mir persönlich haben es eben dazu gebracht, dass ich hierüber ein exklusives Video machen möchte. Was macht denn der Junge? Der Junge lässt Platten anfertigen, die sowohl als GPU-Backplates gemacht werden können. Es können aber auch zum Beispiel Aufsätze für die Elite Capellix, für die beliebte Corsair-Wasserkühlung gemacht werden und auch noch zusätzlich GPU-Halterungen, die ihr eben als GPU-Ständer unten drunter tun könnt oder gerne auch natürlich Platten, die euer PC, eure Front oder was auch immer ziehen sollen, macht er für euch. Das Ganze ist komplett hundertprozentig custom, ihr sprecht mit ihm genauestens ab, wie diese Platte geformt sein soll, wo diese Platte genau hinkommt und vor allem, was auf diese Platte drauf soll. Und hier werden wir an diesem Punkt der Customisierbarkeit, wo ich einfach nur Gänsehaut bekomme, wenn ich an seine GPU-Backplates, die ich allein schon bestellt habe und gesehen habe, in Real Life denke, plus noch die ganzen anderen Posts, wo ich Elite Capellix Abdeckplatten gesehen habe, wo ich zusätzlich Projekte gesehen habe, wo jemand zum Beispiel die komplette Front von seinem System, so eine GPU-Backplate, hat machen lassen. Aber erstmal zu dem Produkt selber. Was ist es denn jetzt eigentlich? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeiten, einen richtigen 3D-Druck mit allen Farben eben zu machen, wie es am Beispiel von dem Alien vs. Predator-Bild mit der GPU-Backplate mit dem Predator drauf und mit dem Alien drauf mir habe machen lassen. Hier kann man mit jeder Farbe alles darstellen. Dann gibt es die Möglichkeit, diese Platten auch noch mit einer eigenen Schrift zu versehen, mit so einer Spiegeloptik zum Beispiel, wie ich es am Beispiel von dem Star Wars Projekt oder den anderen Projekten, die auch gepostet worden sind von RGB Plates oder in seinem eigenen Bild, besser gesagt, auch noch zusätzlich eine spiegelnde Platte gemacht und darauf kann in so einer milchigen Optik zum Beispiel auch was gedruckt werden. Das Ganze ist RGB-technisch ansteuerbar, wie ihr es gesehen habt. Also befindet sich in dieser Platte ein kleiner RGB-Lichtstreifen, der durch diese Acrylplatte durchleuchtet. Das Ganze ist komplett 3-Pin 5-Volt ARGB synchronisierbar und ansteuerbar mit jeder Software, die ihr habt auf dem System, sprich mit der Asus Armory Crate, also die Asus AuraSync sozusagen, mit der Mystic Light von MSI, mit der Asus Polychrome und alles mögliche, was es da draußen gibt, was man mit 3-Pin 5-Volt ARGB ansteuern kann. Was besonders geil ist an diesen Produkten, ist die Qualität der RGB-LEDs. Also er hat hier sehr, sehr
geil hell leuchtende RGB-LED-Punkte und vor allem es sind auch RGB-Lightstrips, die hier verbaut werden, die eine sehr hohe Punkte-LED-Dichte haben und somit wirklich ein sehr, sehr flüssiges RGB-Erlebnis geboten werden kann. Die Platten sind bis ins Unendliche customisierbar. Was der Junge von euch braucht, sind wirklich die Maße. Wenn ihr zum Beispiel eine GPU-Backplate machen wollt, wie am Beispiel von der Star Wars Platte, die ich habe machen lassen, da musste ich ihm genau die Maße geben für die Asus ROG Strix 3080 Grafikkarte. Mittlerweile hat der Typ so viele Backplates gemacht, dass ihr eigentlich ihm fast nur noch sagen müsst, welche Hardware ihr habt. Und für die meisten Grafikkarten, für die bekanntesten und beliebtesten Grafikkarten, hat er schon die perfekten Maße, damit die GPU Backplate perfekt passt. Nicht nur das, die Elite Capellix hat zum Beispiel einen Pumpenkopf, hier habe ich auch schon super kranke Sachen von dem Jungen gesehen und das Ganze in einem Mottobild irgendwie reingepackt und entweder mit dieser Optik, dass man einen eigenen Druck darauf macht oder eben auch mit dieser Glasspiegeloptik, bieten in einem PC, vor allem einem RGB-PC, so eine kranke Ansicht, weil es einfach alles direkt spiegelt, was sich in dem System befindet. Das heißt, diese Platte passt sich 100% dem RGB, was ihr in diesem PC dann einstellt, 100%ig an. Was kann man denn hier bei dem Jungen machen? Also definitiv kann man ihm aktuell über Instagram anschreiben, einfach mit dem Hashtag Techniker. Werdet ihr auch dort bestimmte Sonderpreise bekommen. Die werde ich jetzt hier auch gleich erwähnen. Aber hier zu dem Jungen selber. Es ist ein sehr, sehr, sehr aufschlussreicher, sehr schnell agierender vor allem und sehr detailverliebter Junge, der euch während dem ganzen Bestellprozess auch auf dem Laufenden hält. Sprich, du bestellst heute die Backplate, du kriegst ein Video als Story-Post, wenn das Ding gemacht wird, du kriegst nochmal einen Post, wenn die Platte fertig ist, die wird getestet, die wird angeschlossen, dann kriegst du auch nochmal ein Video, wo du genau siehst, wie das Teil leuchtet und tatsächlich aussieht und dann hast du es endlich in den Händen und kannst es selber sehen. Und so passiert das Ganze und der führt dich wirklich vom Bestelleingang zu, also wirklich von der Bestellung an, bis hin über das Designing von der Platte. Also falls ihr da irgendwie Schwierigkeiten habt und wisst, okay, kann ich das eigentlich so machen, kann ich da jetzt so einen Mario-Pilzkopf, was auch immer, irgendwie draufdrucken, kann ich so einen Hitman-Glatzenkopf aller Techniker irgendwie draufdrucken lassen, ob das Ganze geht, wie das Ganze am besten machbar ist, könnt ihr direkt mit ihm klären. Er antwortet super schnell und ein ordentlich arbeitender Junge, definitiv. Mit Hashtag Techniker gibt es natürlich einen Sonderpreis, habe ich mit ihm gemacht für die Community, für die Techniker-Community, nur für die Techniker-Community. Diese Sonderpreise gelten und es wären die folgenden. Mit dem Hashtag Techniker bekommt ihr einen Sonderpreis. Die Leute hier aus der Community sollen natürlich den lieben RGB-Plates und mich und seine Vorhaben unterstützen. Und wir unterstützen natürlich auch euch. Und mit Hashtag Techniker bekommt ihr einen Sonderpreis. Es geht um 129 Euro statt 149 Euro für jede RGB-Plate, die ihr vorstellen könnt, also eine Backplate für die Grafikkarte mit der höchsten RGB-LED-Punkteanzahl, mit der Ansteuerbarkeit per 5 Volt ARGB, mit einem custom angepassten Look und Design, was ihr möchtet, was ihr mit ihm eben abklären könnt. Er setzt sich auch tatsächlich hin mit euch und designt euch das Teil, weil viele Leute werden sagen, okay, ich kann jetzt ein bisschen in Paint so Strichmännchen zeichnen und irgendwie einen Mittelfinger irgendwo hinzeichnen und eine Hand irgendwie, die so aussieht wie ein Rechen. Aber mehr kriege ich auch nicht hin. Er hilft euch auch tatsächlich komplett beim Design von der Platte. Und das ist auch eine Arbeit, die mit bezahlt wird, muss man ganz klar sagen. Weil viele Leute sagen, ja, 150 Euro ist vielleicht ein bisschen viel für eine GPU-Backplate. Ja, aber die ist super custom und er hilft euch wirklich von A bis Z. Und das Gesamtpaket kann sich hier definitiv in meinen Augen sehen lassen. Und statt 149 Euro bezahlt ihr mit Hashtag Techniker 129 Euro. Das Ganze finde ich super krass. Es gibt auch noch die Möglichkeit, natürlich bei anderen Komponenten, natürlich abhängig, wie groß die Platte sein soll und wie aufwendig der Druck, gibt es hier auch nochmal zusätzlich andere Preise. Als weiterführendes Beispiel gibt es eine GPU-Abdeckung für 89 Euro, die ich kurz zeigen werde, und eine GPU-Halterung für 60 Euro. Das sind die Preise für diese Sachen, die man auch noch zusätzlich komplett custom anpassen kann. Das Nonplusultra-Paket ist natürlich dieses Hashtag Techniker 129 Euro GPU-Backplate-Paket, denn da bekommt ihr komplett ansteuerbar über jede Software, über 5 Volt ARGB, eure Platte in einem super geilen Custom-Design und mit der höchsten RGB-LED-Punkte, Dichteanzahl, die es gibt. Eine Neuerung gibt es, der Junge schläft nämlich nicht. Das mag ich an ihm, ich liebe ihn deswegen. Er macht nicht nur, also er hört sehr viel auf dem, was ich sage und was er für Sachen denn noch bringen könnte. Er arbeitet aktuell, weil ihm dieses Mirror-Projekt, dieses
diese Sache sehr gut gefallen hat, hat er jetzt zusätzlich sich noch auch nochmal entschieden, weil er auch immer mehr Gold Builds sieht, vor allem Gold Builds, die hier aus der Community stammen, hat er sich auch dazu entschieden, Platten produzieren zu können, die komplett golden sind, und das finde ich eine sehr, 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 sehr schöne Richtung. Es geht nicht nur um Black Builds, die gemacht werden, es geht um superkranke White Builds, es geht mittlerweile um Builds, die so eine Mirror-Optik haben, wie wir sie ja auch schon auf dem Kanal hatten. Jetzt geht es mittlerweile auch noch um Gold Builds, und der Junge passt sich einfach mega der ganzen Situation an. Das finde ich super grandios. Wir sollten ihn unterstützen. Bestellt bei ihm mit Hashtag Techniker, bekommt ihr Sonderkonditionen und eine Sonderbehandlung. Das freut mich, euch dieses Angebot hier bei dem Jungen auch noch ergeben zu können. Lasst mich wissen, was ihr von GPU Backplates, was ihr allgemein von diesem Custom-Thema hält, ob ihr vielleicht schon Kontakt mit RGB Plates hattet, haben werdet aufgrund dieses Videos. Das Ganze würde mich sehr interessieren, und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao!